So, was geht ihr Freunde? Also willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute zu dem, was schon seit längerem kommen sollte und auch gewünscht wurde, das Wasserdeck. Ich nenne meine Simple Build-Variante davon. Ja, es ist im Moment auch Tier 3, kann ich auch nachvollziehen, weil die Altimeter wurde zum größten Teil abgelöst. Der Casey Cup läuft gerade, es ist ein relativ beliebtes Deck. Hat auch durch den Abyss-Bewohner auf jeden Fall guten Support bekommen, muss man echt zugeben. Und wir haben auch jetzt, da, ja, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Aber was ist der Zweck dieses Decks? Also das Hauptmonster ist Nummer 37. Das ist dezent schlecht geschrieben, aber ich würde sagen, zu dem Monster kommen wir dann später. Wir fangen erst mit dem Main-Deck-Monster an. Beziehungsweise mit dem Skill. Wir spielen Territory of the Sharks. Dieser Skill erlaubt uns, alle Monster auf dem Feld, die derzeit auf dem Feld sind, zu Stufe 4 zu machen. Das geht nicht bei Xyz-Monstern. Aber das Deck darf dann halt nur aus Wassermonstern bestehen in dem Fall, was wir in dem Fall haben. Das heißt, ihr müsst da aufpassen, wir können zwar die Monster ersetzen und auch die Zauber- und Fahnenkarten ersetzen, aber es müssen Wassermonster sein, sonst funktioniert der Skill leider nicht. Das Licht an. Schon ein bisschen besser. Dann kommen wir zu den Monstern. Also als erstes haben wir die Meerjungfrauenhai. Er kann einfach ein Monster von Typ Fisch der Stufe 3, 4 oder 5 von Deck hinzufügen, was idealerweise der stille Angler ist, weil der kann sich dann halt free specialen, wenn ein Wassermonster schon auf dem Feld ist. Und den kriegt man auch praktischerweise immer aus den Sharkfang-Box. Das heißt, man kann den auch easy spezial beschwören. Eine Karte, die ich euch alle an die Hand lege, sind der Haisaugnäpfe und der Hammerhai. Den Hammerhai kann man vom Händler bekommen, for free. Also wir müssen nur einmal in den Inventar gucken. Und Haisaugnäpfe habt ihr hoffentlich durch das Shark-Event bekommen, das schon zweimal stattgefunden hat. Also wenn ihr sie nicht habt, dann weiß ich auch nicht weiter. Müsst ihr gucken, ob ihr dann vielleicht noch irgendwie vielleicht einen atlantischen Typen habt, den man benutzen kann. Funktioniert auch. Wir spielen jetzt auch mit der Grau-Alien-Engine noch dazu, weil das ist halt ein Wasser-Ding und es lässt sich in diesem Deck echt gut spielen. Weil so lässt man den Grau-Alien-Drachen, kann man dadurch wesentlich einfacher holen, indem man einfach ihn hier zu Stufe 4 macht und noch plus einen anderen. Und dann hat man den Easy auf dem Feld und man kann zwei Karten schießen, was echt geil sein kommen kann. Ich spiele noch eine Lance, weil die kann auch echt gut kommen. Könnt sie auch durch einen Puck auf Moon ersetzen gegen eine Feinkontrolle, was ihr wollt. Das ist relativ Schnurz wie Pupskuchen. Dann noch Backrow-Removal in Form von Cosmic Cyclone. Ihr könnt auch Galaxy Cyclone, Storm oder irgendeine andere Backrow-Removal spielen. Das ist relativ egal. Grau-Alien-Einschlag kann während der Endphase ein Grau-Alien-Monster suchen, was echt praktisch sein kann. Und man kann eine andere Grau-Alien-Karte schießen und dann noch eine Karte schießen, was echt nice sein kann. Aber dafür haben wir halt meistens den Grau-Alien-Drachen, der dann in dem Fall das alles ablöst ein bisschen. Und dann eine beliebige Backrow. Ich habe mich jetzt für die Kanadier und für den Karma Cut entschieden, weil das finde ich im Moment gerade die besten sind, die man da reintun kann. Aber ihr könnt das euch auch aussuchen, was ihr da reintun wollt. Ihr könnt da auch eine Wall of D reintun, eine Ertränkende. Ihr könnt da auch einen Raigeki Break reintun. Ihr könnt da alles reintun, was ihr wollt. Ihr könnt da auch Free-to-Play-Varianten reintun. Letzten Endes sind diese Karten hier, das ist der Core. Den solltet ihr haben. Die hier kriegt man wohlgemerkt nicht aus derselben Box, sondern aus Judgment Force. Also wenn ihr Blue Eyes auch habt, dann könnt ihr sie daraus auch easy bekommen. So, dann kommen wir zu den Exadeck-Monstern. Ich spiele noch einen Bryonic. Den kann man auch relativ einfach holen durch ihn hier und ihn hier oder durch ihn hier und durch ihn hier oder durch ihn hier und ihn hier. Nein, nicht durch ihn, aber durch den und den und den kann man den auch holen. Kann auch ganz nett kommen, aber ich habe den bis jetzt nie benutzt. Man spielt halt den Grau-Alien-Drachen als die Hauptsynchro, weil den kann man einfach holen und wenn er beschworen wird, kann man zwei Karten auf dem Feld schießen. Und falls diese Karte durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört wird, kann man ein Wassermonster im Friedhof wählen und das als Spezialbeschwörung beschwören. Allerdings werden seine Effekte annulliert, was nicht schlimm ist, weil wenn man zum Beispiel ihn hier dadurch wiederholen sollte, falls man ihn schon vorher mal gerufen hat, wird, wenn er zerstört wird, kann er auch nochmal ein Monster reanimieren. Also das ist echt gut praktisch auf jeden Fall. Abyssbewohner kann, wenn er durch Wassermonster ausschließt, geholt wird, alle Wassermonster pushen. Und er kann halt den kompletten Friedhof für einen Zug aufhalten, also beziehungsweise die Karteneffekte, die im Friedhof aktiviert werden. Zum Beispiel durch Thunder Dragons oder durch den Stein, kann alles annullieren. Haidrache kann durch drei Monster gerufen werden und wenn er halt gekämpft hat, kann er nächstes Material abhängen und das zerstörte Monster wiederholen in die Angriffsposition und das verliert dann 1000 Angriffspunkte. Nummer 37, wenn ihr Nummer 37 habt, spielt sie gerne auch zweimal, könnt ihr anstatt den Albtraumhai rufen. Weil sie kann, wenn er angreift oder angegriffen wird, die ja ein Material abhängen, um 1000 ATK wegzunehmen von dem Monster, das er angreift oder ihn angreift. Und wenn er auf den Friedhof gelegt wird, kann man ein Wassermonster, kann man ein anderes Monster in seinen Friedhof wählen und es als Spezialbeschwörung beschwören.
was in dem Fall aber meistens Wassermonster ist, weil sonst funktioniert Territory of the Sharks nicht. Und dann noch der Albtraumhai, er wird aus zwei Monstern in Stufe 3 gerufen und er kann einfach, wenn er ein Hexes-Material abhängt, kann er eine Karte auf ein Wassermonster wählen, das man kontrolliert und es kann in diesem Spielzug halt direkt angreifen. Zusätzlich können dann aber halt keine anderen Monster direkt angreifen. Kann auch recht praktisch kommen, wenn man zum Beispiel Liefel gehen will und einfach nicht an den Bossmonster vom Gegner vielleicht vorbeikommt. So, ich würde euch dann zwei Replays zeigen und dann machen wir noch ein Game zusammen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach einem kurzen Schnitt. So, unsere Starthand war in dem Fall nicht so geil. Wir hatten zwar gute Backrow und konnten dadurch auch ein bisschen machen, aber wir hatten halt nur ein Monster, demzufolge konnten wir keine Exes machen, was aber nicht sonderlich schlimm ist. Ich mache mal Charakterdialoge an, damit das nicht so schnell geht. So, wir haben mit Cosmic Cyclone den Aromagarten weggemacht. Wir machen jetzt mit Cosmic, Karma Cut das Monster weg, damit man erstmal nichts machen kann groß. Er hatte Dried Winds. Sie, keine Ahnung, was vom Ende war. Sie erhält 500 Life Points. Wir holen unseren Hope Woven Dragon Spider Shark. Renn rein. Wir können die Karte nicht mehr benutzen, weil sie ja schon benutzt wurde, um die hier abzuschmeißen und 500 Life Points zu generieren. Also, das war gar kein Problem. Er opfert 1000 Life Points, um sein Monster wiederzuholen. Das hat aber nichts gebracht. Sie macht Lebenswiederaufladung. Lebenswiederaufladung bringt. Für jeden Spielzug kann man 200 Life Points zurückbekommen. In dem Fall waren es 5. Also hat sie. Ne, es waren dort 4, deswegen nur 800. Wir haben dann noch ein Monster gezogen, das wir beschworen haben, sind reingerannt, haben die ATK nochmal gesenkt. Er hatte eine Wall of D, hat aber allerdings nicht gereicht, weil er immer noch 1000 weniger hatte. Dafür sind unsere Monster halt sehr schwach geworden und deswegen haben wir halt nicht gewonnen. War echt sad. Und sie konnte den Effekt davon nicht mehr benutzen. Wir konnten Hope Woven Dragon Spider Shark wieder aktivieren, um die Life Points runterzusetzen. Er setzt sein Monster auf den Friedhof, um noch Life Points zu bekommen am Ende. Wir sind nochmal mit Hope Woven Dragon Spider Shark reingerannt. Hat noch eine Lance für den Fall der Fälle. Er aktiviert seine Karte, um nochmal sein Monster wiederzuholen. Anscheinend sieht er nichts Gutes. Das ist Pech. So, wir haben noch ein Exis-Monster gezogen. Wir konnten unseren Abyss-Dweller wiederholen. Unsere Monster, ja, Hope Dragon Spider Shark wird auch nochmal gemeldet. Wir aktivieren unsere Lance, um ihn unberührt zu machen von der Feindkontrolle. Und er hat surrendert. Also siehst du, ich sag doch, die Lance kann wirklich gut kommen. Ist besonders für sowas oder wenn ein Karma Cut kommt. Lance von der Hand, unberührt. Echt praktisch. So, ein Replay habe ich noch und dann machen wir noch ein Game zusammen und dann sehen wir uns nach einem kurzen Schnitt. So, in dem Fall haben wir, glaube ich, gegen Agent Gear gespielt, wenn ich mich nicht irre. Unsere Hand lässt sich sehen. Wir können unser Monster holen, dann direkt den Silent Angler suchen, zu 4 machen und wir haben noch unseren Impact. Das heißt, wir konnten praktischerweise richtig gutes Setup machen. Für diese Runde. Wir haben dann, denke ich, direkt unsere Nummer 37 geholt, haben dann Impact aktiviert und uns einen Grau-Alien-Monster gesucht und konnten die anderen beiden einfach setten für den Fall der Fälle, dass er irgendwas machen wollte, weil Agent Gear ist ja dafür bekannt, seinen Reaktor-Dragon zu holen und dann zu OTKen. So wie ich schon sagte, beide Karten verdeckt, wir suchen unseren Grau-Alien Junior, alles perfekt. Wie gesagt, er hatte Agent Gear gespielt, er hat seinen Agent Gear Wyvern geholt, seine Kiste aktiviert von der Hand. Die er jetzt suchte. Und die aktiviert sich, wenn sie der Hand hinzugefügt wird. Kann er sich noch eine Karte hinzufügen? Wir sind dran. Und wir haben perfekt gezogen. Wir haben noch seine verdeckte Karte weggemacht. Was eine Wall of D war, war echt gut. Jetzt konnten wir unsere Territory of Sharks machen. Wir holen unser Grau-Alien-Monster. Zerstören beide Karten. War also kein Problem, wir haben direkt angegriffen und sind Liefel gegangen. Siehst du, da, das ist die Macht des Grau-Alien-Monsters, was echt geil sein kann. Aber ich empfehle euch auf jeden Fall, wenn ihr noch eine weitere Nummer 37 habt, spielt die auf jeden Fall. Die kann auch in zweimal besser kommen. Ich denke, ich werde auch ein Palio-Deck vorstellen, was aber mehr Fun ist, als wirklich gut ist. Weil die Karten werden oft gebanished oder einfach sind einfach weg. Aber ich gucke mal, was mir da einfällt. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein Game zusammen und wir sehen uns danach in einem kurzen Schnitt. So, hoffentlich erwischen wir keinen Tryharder, weil ich hasse diese Tryharder, die übelst da reingehen. Oh, nach einem Sieg bist du aufsteigen. Wie schön. Also diese Hand ist auf jeden Fall okay, würde ich mal behaupten. Hammer Shark, go! Shark Stickers. Territory of the Sharks. Wir holen unsere Nummer 37. Solange er sie nicht irgendwie banishen kann, sollte der Effekt auch durchgehen.
Es ist so dunkel. Ich mach mal ein bisschen mehr Licht. Ja, schon besser. Ich brauche wirklich Licht hier vorne. Da vorne. Der Gegner ist dran. So, let's see what you can do. Er tut gar nichts, außer Karten setzen. Oh, shit. Here we go again. Das könnte spannend werden. Nicht. Er sucht sich einen Monster. Das könnte easy werden. Er holt sein Monster zurück. Hammer Shark! Go! Und das war klar, dass das das Gemälde ist. Das ist kein Problem. Hammer Shark's Effect activates. Das ist die Karte, die er die ganze Zeit aktivieren kann. Deswegen, das ist alles kein Problem. Wir holen unseren Grau Alien Junior. Aktivieren unser Territory auf die Sharks. Und unseren Grau Alien Drachen. Easy peasy. Sofern er jetzt nicht einen Kite World oder zufällig auf der Hand hat, sollte das alles kein Problem darstellen. Der Grau Alien Drache aktiviert sich. Zerstören wir die hier und wir zerstören noch die hier. Easy. Was? Oh, fuck. Cheat, das war keine gute Idee. Das war mein Fehler. Scheiße mit Reis. Das ist ja jetzt echt scheiße gelaufen. Egal, passt schon. Dann gibt er halt unsere Nummer 37 auf die Hand zurück. Ist mir relativ schnurz mit Pupsuchen. Ich bin mit 3000... Ey, das ist doch jetzt nicht dein Scheiß Ernst. Wer spielt Prominence in Witterungsmaler? Und ich sag schon, ich will kein Tryharder. Hol ich halt mein Monster wieder zurück, du Blödmann. Greif ich halt mit Helmer Shark an, du Arschgesicht. Du musst es auf die Hand zurückgeben, du Arsch. Sonst verlierst du dein Monster. Ja, und tschüss. Was? Er sucht? Ja, du? Okay. Ja, direkt. Okay. Ja, anscheinend hatte der nichts auf der Hand, was sie beschützen konnte. Es war jetzt nämlich dumm, dass er mein Monster nicht auf die Hand zurückgegeben hat. Das hätte er nämlich machen müssen. Aber ich würde sagen, wir machen sogar noch ein Replay. Das war jetzt ein bisschen zu kurz für Witterungsmaler. Aber ich würde sagen, wir sehen uns nochmal nach einem kurzen Schnitt. Ich rieche die Ornomats gegen den Wind. Easy. Easy peasy. Easy peasy McEasy. Nein, Shark Stickers wollen wir nicht aktivieren, denn wir aktivieren jetzt erstmal Territory of the Sharks. Abyss Dweller? Nee. Da sind die Friedhofseffekte relativ schnurzig Pupskuchen. Nummer 37 ist hier, have no fear. Nein! Wir setzen ein Monster und der Gegner. Monster, wir setzen unsere Kanadier, meine ich natürlich. Draw. Okay. Diese Karte ist immerhin im Gegenzug zu einem anderen Monstern fair. Wir legen unsere Resistor verdeckt, damit er damit keine Exis-Beschwörung machen kann. Jetzt muss er sich den Wind suchen. Nein, er sucht sich Bolt. Was kann er denn jetzt noch spielen? Ach, er hat Gagagawin schon. Ja moin, ist klar. Schumler. Schumler. Jetzt holt er sich Nummer 70 mit höchst mit Sicherheit. Würde am meisten Sinn machen, zumindest. Das war sehr logisch irgendwie.
Arrangierzug. Ach, er kann das nur in seinen Zug machen. Gut, das ist sehr, sehr gut. Er verliert jetzt seine Exis-Materialien, was echt sad ist. Aua. Das hat gekitzelt. Perfekt wäre jetzt natürlich der Slime Junior. Surprise! Alter, ich sag's auch noch. Ich sag's auch noch. Alter. Mehr Luck kann man nicht haben. Junge, was ist denn jetzt hier los? Slime Alien Junior wird alle beide zur Stufe 4. Wir holen unseren. Warum kann ich nur ihn holen? Warum kann ich nur ihn holen? Weil er nicht als Synchromaterial verwendet werden kann. Ah! Ah! Das tut weh. Egal. Ja, John. Passt schon. Alles toll. Alles super. Er hat einen Boost bekommen. Deswegen werden wir den los. Nein. Angriff. Auf die Sister. So, du kannst ja nicht von dieser Karte abhängen. Karteneffekte, die in Friedhof eines Gegners aktiviert werden können, in diesem Spielzug nicht aktiviert werden. Ja, komm. Jolo, kann ja nicht schaden. In den Friedhof mit dir. Jetzt kann er erstmal seine Friedhofseffekte komplett vergessen. Ach, er hat auch nochmal Player noch gar nicht benutzt. Ah! Das tut weh. Wie's dead. Wie's very dead. Selbst wenn ich verliere, lasse ich dieses Replay aber drin. Weil es lief gut, bis ich gecheckt habe, dass man den hier nicht als Sexismus, als Synchromaterial verwendet werden kann. Warum schreiben die es überhaupt da drauf? Das ist doch totaler Brainfuck. Warum kann der nicht als Synchromaterial verwendet werden? Das ist total blöd. Was für ein Blödmann, Alter. Ja, jetzt macht er die Kombo von eben einfach nochmal. Nur jetzt habe ich keine Kanadier auf dem Feld, deswegen sad life. Warum kann er nicht einfach einen Teil der Toten-Effekt haben? Here comes Utopic Onomatopoeia. Gaga Sister has a novel effect. Jetzt können wir aber die Charakterdialoge auch wieder ausschalten, jetzt sehe ich die nicht mehr. Naja, ist halt immer noch Tier 2 OTK-Deck, ne? Blöd gelaufen, würde ich mal behaupten. What the fuck? Au. Das hat wehgetan. Hä? Wieso kernbehindert? Warum rennst du jetzt rein in die Olga? Oh. Also sterben werden wir auf jeden Fall schon mal nicht. Das kann ich jetzt schon mal so akut sagen, ja. Hol unseren Junior wieder back. Wir können mit denen dann sonst noch eine Synchro-Exis-Show machen. Auf jeden Fall, oder? Ja, wir können nur noch Shark Drake holen. Das ist halt das Problem. Shark Drake könnte aber auch funktionieren. Der hat 2800 Angriffspunkte. Hoffentlich hat er nicht noch eine Nummer 70. Das wäre echt sad. Nein, Utopia! Boah, sick! Utopia! Ja, klar. Utopia Attack. Yo, als ob der sich ja stimmt, der kann Utopia Ray benutzen. Oh fuck. Das könnte wehtun, aber so dezent auch nur wehtun. Ja, das ist erstmal ein GG an dieser Stelle. Hat Spaß gemacht, Leute. Aber diesen Sieg will ich ihm nicht gönnen, deswegen sage ich jetzt erstmal aufgeben. Ja, Utopia Ray, okay, stimmt. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Es lief gut, bis ich gecheckt habe, dass man dieses Vieh nicht als Synchromaterial verwendet werden kann. Das ist halt echt blöd gelaufen. Ich guck mal, wenn ich noch ein paar bessere Karten dafür noch bekomme, stelle ich euch natürlich auch ein vollwertiges Bild dafür vor, beziehungsweise wenn ich noch eine Nummer 37 irgendwann habe, was ich irgendwann noch haben werde, wenn ich mal Gems bekomme, die im Moment ein bisschen schwieriger ranzubekommen sind, weil mir meine Charaktere langsam ausgehen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und ich sage dann bis dahin mal, ciao, Leute!